Also amigos, we made it out of the villa. Chris und ich sind damaged as fuck. Also Freunde, wir können praktisch die Insolvenz anmelden. 70 Euro für das Ticket bis nach Santorini mit der Fähre. Ich zumindest. Geld, schlafen. Tatsache, Freunde, wir haben absolut nichts gebucht, keine Unterkunft, gar nichts. Das heißt, wahrscheinlich werden wir entweder am Strand pennen oder vor uns sein, wenn wir ankommen. Also Freunde, die zwei Undercover-Corona-Fälle haben es aufs Boot geschafft. Ja, wie wir das ganze verfickte Boot verseuchen, Dinge. Ich meine, Freunde, es gibt Schlimmeres im Leben, als ein bisschen erkältet zu sein. Also Freunde, wir haben es on Deck geschafft. Es ist blind windig und hier sind keine Sitzplätze. Unser Essen fliegt fast weg. Food with a view. Okay, Friends, wir nehmen jetzt einfach den Bus nach Fira. Neuester Stand von in der Stadt angekommen. Immer noch kein Schlafplatz. Super, nee. Schön. Wir haben gar nichts geplant. Junge. Ja, das ist gerade das innere, das leere Vakuum, in dem wir schwimmen. Gleich kommen uns gute Ideen. Warte. Wir müssen erst ankommen, akklimatisieren, ich muss pissen. Essen, trinken, extra Gedanken. Lass essen. Rental Car sollen wir zum Van holen, Alter. Ja, und dann haben wir aber... Auf jeden Fall, Freunde, wir haben beim ersten Hotel angerufen. 400 Euro für 2 Tage. Perfekt. Hey, die haben Pool, das wird viel zu teuer. Ja. Yes, yes. Καλησπέρα. Λοιπόν, για τις τιμές θέλω να πούμε λίγο. Αν γίνεται σήμερα. Ναι. Μήπως ξέρετε κανένα ξενοδοχείο εδώ κοντά. Ja, es könnte schlimmer und es könnte besser laufen. Einigen wir uns darauf. Okay, Hotel die Finn, ja. Nächstes Ding. Digga, der hat so genuschelt, der Wichser. Also Freunde, wir haben was gefunden. Da würde 30 Euro pro Person kosten. Problem ist, der Typ ist sich nicht sicher, ob der was frei hat. Das heißt, wir sollen ihn gleich noch anrufen. Der war unhöflich als Fuck, der Bastard, Alter. Also neuester Stand. Wir verlassen uns darauf, dass der Typ uns jetzt gleich um 13 Uhr anruft. Wir haben jetzt hier die Getränke bestellt. Ha? Ja, wir müssen den anrufen und hoffen, dass der einfach zusagt. Weil alles andere, nichts frei. Das ist das erste Mal, dass ich richtig so sehe, dass er sich um etwas kümmert. Das ist wirklich krass. 2 hours later. And that's okay. Das heißt nein. Perfekt, Digga. Das war's. Ab nach Deutschland. We made it. Wir müssen zwar jetzt 150 Euro für 2 Nächte bezahlen, aber das ist das beste Angebot, was wir hätten finden können. Wir haben es in den Bus geschafft. Momentane Einschätzung zu der Lage. Super geil. Wir haben jetzt Glück gehabt mit dem Strand, dafür wird das Hotel gleich komplett beschissen. Reception. Safe keiner hier. Super geil. Also Freunde, wir sind im Zimmer angekommen und wir haben Glück in unserem Leben. Und zwar unnormal nice. So. Das ist das Bett. Da schlaf ich. Also Freunde, gerade fertig geduscht, wir sind gerade vom Strand wiedergekommen. Erstmal Dixon Powernip sein Urgroßvater gemacht. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich weiß, der Satz hat gar keinen Sinn ergeben, aber wir sehen uns gleich. Also Freunde, gerade fertig geduscht, wir sind vom Strand wiedergekommen. Erstmal den Dixon Powernip seinen Urgroßvater hingelegt. Da ist der rosa-rote Panda. So Freunde, hier doch nochmal kleiner Sneak Peek, was ich heute anziehe. All white. Das ist ja so ein Tsunami. Alter, wird dir keiner klar gemacht.
Was sind das da für falsch schwere Worte? Freunde, Essen gekommen. Da ist El Patron. Das ist die View von hier. Und ja, guten Hunger. Also Freunde, wir waren gerade in der Stadt Essen. Essen war behindert scheiße. Dafür haben wir, wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir dann auch direkt den Bus nach Hause nehmen, weil wir morgen früh zum Strand wollen. Wir werden hier gerade von einem Auto nach dem anderen fast gefetzt, Alter. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Hause, weil uns der Busfahrer einfach oben auf der Hauptstraße abgelassen hat. Fast verpasst. Wir haben beide im Bus gepennt und hätten einfach fast die Station raus verpasst. Naja, anyways, wir sehen uns mal auf Band. Wir gehen gleich schlafen. Ciao. Es sei denn, hier ist noch eine Hochzeit und wir gehen die Hochzeit gleich stürmen. Ja, perfekt. Wir haben kein Duschzeug. Und wir haben keinen Zahnpasta. Nice. Guten Morgen, Freunde. Nächster Tag. The struggle is real. Erstens, wir haben dicke verpennt. Zweitens, meine Stimme ist noch mehr am Arsch. Drittens, meine Nase ist zu. Viertens, da zu dem Strand, wo wir hingehen wollten, der ist heute gesperrt, weil da irgendwelche Bauarbeiten gemacht werden. Fünftens, wir haben immer noch keine Zahnpasta und ich warte jetzt gerade auf Chris, dass der hat im Supermarkt zum Glück was gefunden, dass er mit der Zahnpasta hier ankommt und ich endlich meine Zähne putzen kann. Und der Zahnpasta-Mann ist da. Outfit of the day is ready, guys. Let's hit the street. Mac and Jay. Anyways, Freunde, wir sind jetzt hier, wo sind wir hier? Irgendwie bei Jojo. Wir wollten ja eigentlich uns unten hinsetzen am Strand. Ging nicht, weil da alles full ist. Dann wollten wir uns auf die Betten vor uns setzen, die ich euch gleich zeigen werde. Die kosten aber 140 Euro. Kritisch. Deswegen haben wir uns jetzt hier in die Ecke gesetzt. Und hier ist ein dicker Pool. Und hier sind auch miese Individuen unterwegs. Das heißt, wir haben einmal das gute Los im Leben gezogen. Und die liegen sind jetzt hier übrigens 10 Euro plus 40 Euro Mindestfahrzeug. Aber da komme ich irgendwie drauf. Deswegen bis gleich. Also von der lustigsten Story EU West, und zwar habe ich gerade meine Tante angerufen, die heute Geburtstag hat. Und eigentlich müsste das ja so sein, dass ich ihr irgendwas schenke. So meinte so, yo, schick mal deine Banknummer für Geldüberweisung. Ja, korrekt, korrekt. Christian meint direkt danach, so lass mich auch mal anrufen. Hat nicht irgendjemand aus deiner Familie Geburtstag heute? Schade. Pause machen. Christo meinte, er schafft es in unter einer Minute duschen zu gehen, weil ich muss assi dringend auf Toilette. Und hier läuft der Timer bereits schon. Christo ist schon 20 Sekunden dabei. Krass. Und was mir aufgefallen ist, meine Zähne haben sich einfach verschoben. Wahrscheinlich war die Bombe von Mona doch ein bisschen zu hart. Übelst den guten Draht, den ich zu der Kellnerin hatte. Und als wir bezahlt haben, ich war das so angeguckt. Aber naja, ob ich irgendwas gemacht habe? Nee, Digga. Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir gehen ja jetzt gleich mit so einer nice View essen auf gay angelehnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir im Restaurant sind. Gleich werden auch Bilder gemacht. Ich habe gerade eben auch schon Bilder im Pool gemacht. Ich glaube, die sind relativ gut geworden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, ich muss auf Toilette. Dann riecht man das nicht so schlimm. Wie geht's dir, Calypso? Wanna go on the road. Was sagst du dazu? Hier. Was ist denn passiert? Klär mal auf. Was haben wir gemacht? Ja. Nico, wo war der dachte, Fehler bei deiner Planung? Dahin. Nico dachte, wir müssen dahin, aber dachte, eigentlich wir müssen dahin. Wir dahin. Ja. Und wir wohnen dahin, sind nach hier gefahren, aber wir müssen dahin, wo wir wohnen. Was machen wir jetzt? Ja, wir nehmen ein Taxi zu diesem scheiß Restaurant. Hast du uns irgendwas mitzuteilen, Calypso? Was du ein Bastard bist. Also Freunde, wir sind angekommen und so sieht der ganze Haseimer aus. So crazy. Okay, let's go aufs Couple Date, aufs Candlelight Dinner. Yeah. Ja, also vorhin kurz erst einen Struggle gehabt. Wir haben es, weil hier ist ein Hotel direkt nebenan und da haben wir gestern angerufen und so, jo, hier ist kein reservierter Tisch für euch. Perfekt, wir haben jetzt doch noch zum Glück was bekommen und auch nicht in der letzten Ecke.
gerade den Sonnenuntergang angucken. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Wir wollten eigentlich nach Feder, aber unser Taschengeld nähert sich langsam dem Ende. Deswegen gehen wir zu uns jetzt noch entspannt in den Club rein, ja, also in so eine Bar rein. Ah, warte, da kommt unser Taxi. Ha, 1-0, Jungs. Frisch aus Geldreserven sind erschöpft. Erstmal nachfüllen. Ja, also Freunde, wir haben gerade die Fähre für morgen geklärt. Problem ist, die ist um 6.45 Uhr. Guten Morgen, Freunde. Mein Hals tut weh. Anyways, fülle ich trotzdem was für euch ab. Ja, wir gehen jetzt nach Ios, nachdem der Wecker nicht geklingelt hat und ich durch Gottes Hand zum aufgewacht bin, was echt krass ist. Und krass, da vorne sind einfach noch Leute wach. Und wir nehmen jetzt gleich die Fähre nach Ios, Digga. Digga, hä, wer ruft da so komisch? Jo, wir haben Shuttlebus. Einmal hier ins Plus dafür, schmeckt. Um 5 Uhr morgens wieder Pizza holen, ne? Ja. Also Freunde, wir sind auf der Fähre. Der Typ hat es am Eingang gar nicht gejuckt mit meiner Impfung. Der hat einfach nur dieses gelbe Scheinchen gesehen. Also, jo, let's go, vorbei. Jetzt ist das Platz suchen angesagt. Let's go, welcome to yours, boys.